Herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Schwert und mein Podcast Draußenfotograf erzählt von der Fotografie in der Natur, von Wind und Wetter, von Motiven im Wandel und von Menschen, die ihre besonderen Momente festhalten wollen. Ein Podcast nicht nur aus dem Harz. Ja, in dieser Folge habe ich was ganz Besonderes vor. Ich freue mich nämlich, dass sich jemand für mich Zeit genommen hat und das ist Felix Wesch. Felix, vielen Dank, dass du diese Zeit genommen hast. Ich bin total beglückt, wie du merkst. Hallo erstmal. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Total gern. In diesem Podcast stellt sich ja manchmal auch so Menschen vor, die eben viel mit Fotografie zu tun haben. Deshalb heißt der Podcast ja auch Draußenfotograf. Und ich bin über YouTube auf dich gekommen und da habe ich mir gedacht, ich schreibe dich einfach mal an, ob du zu so einem Podcast Lust hättest. Und du hast, ohne nachzudenken, irgendwie Ja gesagt. Bist du so ein spontaner Mensch irgendwie? Eigentlich gar nicht, aber ich freue mich, über Fotografien reden zu können, beziehungsweise über Naturfotografie reden zu können, glaube ich. Ich glaube, es liegt daran. Okay, ich war echt ein bisschen überrascht, weil so ohne nachzudenken, ja klar, machen wir. Sag mir wann. Das war irgendwie stark. Ich habe dich über YouTube kennengelernt. Das kennen die jetzt vielleicht nicht alle, die gerade diesen Podcast zuhören. Magst du ein bisschen was über dich erzählen? Also wer bist du? Wo? Aus welcher Gegend kommst du? Ja klar, also Felix bin ich. Ich fotografiere gern schon eine ganze Weile. Ich bin in Heidelberg geboren, allerdings als kleines Kind dann schon in die Richtung Stuttgart gezogen. Habe dann dort Schule und so weiter besucht. Bin dann zum Studieren nach Wien gezogen. Dann nach dem Studium, das ich allerdings ehrlich gesagt nicht abgeschlossen habe, bin ich mit meiner jetzigen Frau nach Marburg gezogen. Ja. Und dann vor kurzem von Marburg hier nach Bonn. Ja, das habe ich mitbekommen, deinen Umzug irgendwie, weil du, glaube ich, auch bei YouTube ja irgendwann mal drüber gesprochen hast, dass so die letzten Bilder von Marburg irgendwie waren. Da gab es auch eine Folge zu, glaube ich, ne? Oder wie war das? Ja, eine Abschiedsfolge, wo ich die ganzen Orte, wo ich fotografiert habe, was jetzt nicht allzu viele Orte sind, weil ich eigentlich oft an den gleichen Stellen fotografiere, die habe ich alle nochmal besucht, so zum Abschluss. Ja. War das ein fotografischen großer Schritt irgendwie Marburg und Bonn oder hast du auch so deine Nischen da gefunden, wo du fotografierst? Es war eigentlich jetzt keine große Sache, aber es hat halt die Motive sind komplett anders geworden nach dem Umzug, weil in Marburg war mein Hauptmotiv waren Schwäne eigentlich und die bisschen Wälder, die es außenrum gehabt hat. Ja. Wobei es eigentlich recht viele sind, aber ich habe halt immer die gleichen Stellen besucht. Und hier in Bonn sind es auch wieder Wälder, aber halt andere. Also es war jetzt nicht unbedingt eine große Umgewöhnung, aber es ist doch ein bisschen was anderes gewesen und ist auch was anderes aus, nenn's mal Naturschutzgründen hier in der Gegend, wo ich jetzt bin. Und gerade nochmal zurück, also Schwäne, warum ausgerechnet Schwäne? Hat das einen besonderen Grund? Ja, ich habe mich inspirieren lassen, weil ich ein Bildband oder Fotos von einem französischen Fotografen gesehen habe, der für mich irgendwie auch so ein bisschen ein Vorbild ist. Der heißt Vincent Meunier. Der hat auch vor kurzem einen Kinofilm über einen Schneeleoparden gehabt. Ah, ja. Und der hat halt gern irgendwie in dem Buch, ich glaube, das heißt, wie heißt es? Ich weiß gar nicht genau, jetzt auswendig, wie es heißt, das Buch. Mhm. Jedenfalls, da waren halt viele Tiere im Schnee zu sehen. Arktischer Wolf und so Dinge, die man halt hier nicht hat. Ja. Abseits davon, dass es hier auch kaum Schnee hat, also sowohl in Bonn als auch in Marburg. Und ich habe dann halt irgendwann gedacht, ja, dann fotografiere ich doch einfach Schwäne im Schnee. Und das war der Grund dafür. Und wenn wir jetzt schon zum Fotografieren gekommen sind, du hast ja auch gerade gesagt, na klar, über Fotografieren reden geht eigentlich immer. Wie bist du dazu gekommen? Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Grund genau, als Kind, ich glaube, ich war 10 oder 11, schon eine eigene Kamera gehabt, so eine Kodak Instamatic mit einem Kassettenfilm. Hm. Und habe da irgendwie schon als Kind irgendwie ein paar Fotos gemacht und habe dann jetzt irgendwie sogar Panoramen zusammengebastelt, die ich irgendwie aus den Fotos gemacht habe. Ich habe da noch irgendwo so einen Ordner, wo die ganzen Bilder drin sind. Mhm. Und das war also über die Natur eigentlich damals. Also ich habe 3 Brüder, wir waren da als Familie ein paar Mal in Alpen in Urlaub. Das war immer was Besonderes. Und da habe ich halt die Natur fotografiert, die Berge und so. Und irgendwann im Jahr 2000 rum oder so muss es gewesen sein, haben meine Eltern eine Digitalkamera gekauft, so eine uralte inzwischen Canon PowerShot A20 oder irgendwas mit 2 Megapixel und die haben sie nicht lang gehabt, weil die dann ich irgendwie immer gehabt habe. Und da hat es dann wieder angefangen und ich glaube, insgesamt ist es eigentlich zur Fotografie gekommen, weil ich Natur mag, also würde ich mal sagen. Ja, und hast du da zur Natur jetzt irgendwie auch nochmal einen besonderen Bezug oder einfach nur, weil du dich in Natur wohlfühlst oder welche Bedeutung hat das für dich? Ich glaube, ich fühle mich dort
einfach wohl weiß, zumindest gefühlt irgendwie dort einfach stiller zugeht und nicht so hektisch wie so, wenn man von Kultur beziehungsweise Menschen umgeben ist dauernd. Ja. Es ist irgendwie so ein Ruheort für mich. Es geht mir auch so. Ich denke gerade so drüber nach. Ich glaube, das ist auch so, deshalb passt es zum Fotografieren für uns, glaube ich, so gut zusammen zur Natur, ne? Weil bei beiden kann man einfach gut runterkommen, finde ich immer so. Also gerade auch diese Kombination, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn ich mir deine Bilder angucke, dann habe ich festgestellt, also wenn ich so bei Insta durchscrolle, was angezeigt kriege oder auch deine Videos angucke, also ich würde sie nicht hundertprozentig immer wieder erkennen, aber es gibt viele Bilder, wo ich denke, oh, das ist doch von Felix. Du hast da irgendwie so einen eigenen Stil entwickelt. Wie würdest du den selber beschreiben? Oder stimmt das gar nicht mit dem eigenen Stil? Das sagen einige Leute, aber es ist schwierig für mich selber, das irgendwie so festzumachen, weil ich meine, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt, ob man das als eigenen Stil jetzt bezeichnen kann, aber wenn ich mir meine Fotos selber so angucke, ist meistens, ich versuche nicht viel drauf zu haben eigentlich, was jetzt gerade im Wald teilweise ja schwierig ist. Und wenn dann doch mehr drauf ist, versuche ich zumindest die Stimmung so zu erwischen oder auch dann die Motive so zu suchen, dass möglichst nicht allzu viele Farben drauf sind, beziehungsweise wenn mehrere Farben drauf sind, dass die irgendwie zusammenpassen. Ja, eigener Stil ist halt immer schwierig, vor allem wenn man dann über sich selber redet. Also das hört sich dann auch immer gleich so ein bisschen so, oh, der sagt, er hat einen eigenen Stil an. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, dann nennen wir es vielleicht mal Wiedererkennungswert. Also so geht es mir jedenfalls bei deinen Bildern. Die sind, das passt ja dann zu den Schwänen oder auch zu dem Schnee einfach, also schon eher hell, oder? Ja, wobei, was hell betrifft, also ich merke es bei mir selber, es gibt entweder also helle Fotos oder was ich auch manchmal mag, sind ganz dunkle Fotos, wo dann eigentlich auch fast nichts drauf ist, außer dunkel. Und halt noch den Spielraum dazwischen ist natürlich auch noch da. Aber hell ist mir schon wichtig, ja. Also das ist irgendwie positiv, finde ich. Ach, stimmt, so. Du hast manche, wenn ich so drüber nachdenke, ja, so ein paar dunkle, so wenn du auch Orchideen oder so im Gegenlicht fotografierst, meine ich, ne, dann... Ja, oder auch jetzt, was ich manchmal jetzt auch versuche zu fotografieren, sind dann irgendwie Hirsche. Und Hirsche sind für mich, also nicht bloß für mich, die sind ja auch so hier in der Gegend immer bloß sehr versteckt, gerade noch im Morgengrauen oder so. Und gestern dann auch so Fotos, wo ich dann denke, es passt einfach dazu, dass es dunkel ist. Also versteckt. Und die fotografierst du auch in freier Wildbahn? Ja. Also ich habe lustigerweise keinerlei Interesse, irgendwie Fotos in Wildparks oder Zoos zu machen. Das interessiert mich echt überhaupt nicht. Also so gar nicht. Interessiert mich überhaupt nicht. Ja, stimmt. Geht mir genauso. Also ich meine, jeder kennt irgendwie, glaube ich, so einen Wildpark bei sich in der Nähe oder so. Ja. Also ich habe da irgendwie, glaube ich, 3,5 Kilometer zu Fuß in den Wald, dann ist ein kleiner Wildpark da. Aber also, es ist schön dort, ich mag es auch. Also es ist auch nett, dann die Hirsche zu sehen oder die Damwild und so weiter. Ja. Aber fotografisch ist es für mich komplett uninteressant. Ja, würde ich bei mir auch so sehen, glaube ich. Es ist irgendwie nochmal ein besonderer Reiz in freier Wildbahn. Ja genau. Jetzt haben wir so viel über das Fotografieren geredet. Lebst du davon oder was machst du? Also ich habe... Als wir von Wien nach Marburg gezogen sind, irgendwann ein Gewerbe angemeldet zur Reportagefotografie, das jetzt irgendwie nicht primär halt um Natur geht. Allerdings sind wir dann von Marburg nach Bonn gezogen. Also dort habe ich halt das quasi hauptberuflich gemacht. Also Reportagefotografie ist so irgendwie Aufträge angenommen, wie man es halt sich vorstellt. Und als wir dann von Marburg nach Bonn gezogen sind, das war gerade vor inzwischen 2,5 Jahren, wo dann leider kurz danach quasi nichts mehr ging, wegen Corona. Da habe ich dann auch gar nicht versucht, irgendwie hier das Gleiche zu machen, also mit Reportage irgendwas anzufangen oder Fotogewerbe im klassischen Sinn, sondern habe mir dann gedacht, jetzt geht's auch irgendwie, weil wir zu zweit hier sind, irgendwie vom Finanziellen her, dass ich einfach mal bloß Naturfotografie mache. Ich könnte jetzt allein nicht davon leben, aber ich verdiene schon was damit. Also es ist beruflich schon jetzt Naturfotografie und halt was dazugehört. War das nicht ein wahnsinniger Schritt dann auch, wie bei so vielen Menschen mit dieser Corona-Phase, so diese Überlegung, wie geht's jetzt weiter? Also musstest du lange überlegen, um das jetzt praktisch hauptberuflich zu machen oder war das notgedrungen so für dich? Ja, es gab eigentlich keine andere Wahl. Ich habe jetzt auch wirklich ehrlich gesagt, weil ich ein bisschen eher ein ängstlicher Mensch bin, wenn es um so Dinge wie Gesundheit geht, keinerlei großes Interesse gehabt, irgendwo jetzt einen Job zu suchen, der irgendwie mit viel Kontakt mit Menschen zu tun hat, bloß
irgendwie, um jetzt ein bisschen mehr Geld zu haben. Und weil das jetzt nicht nötig war, habe ich es halt dann auf Naturfotografie erstmal beschränkt. Für mich quasi. Ja. Ja, das war jetzt nicht so eine wirklich, das ist, für mich war es jetzt kein großer Schritt. Also das war, ist halt so gewesen und es ist auch gut so gewesen. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, du bietest ja auch Workshops an, ne? Ja. Ja. Was sind das für welche? Ja, Waldfotografie. Wenig überraschend, ja. Mache ich teilweise. Wobei das eher individuelle Workshops sind. Und jetzt gerade letztens Pilzfotografie im Herbst, im Frühling dann gern Orchideen. Und prinzipiell biete ich individuelle Workshops an. Also wenn die Leute irgendwie einfach Interesse haben, irgendwas zu machen, wo sie wissen, da kann ich ihnen vielleicht was dazu sagen, dann kommen die auch auf mich zu und sagen, ja, mach mal doch mal was über Wald oder eben Orchideen, wie gesagt, und was sich halt so anbietet. Und du hast also offenbar auch nach und nach dir eine ziemlich große Artenkenntnis angeeignet, also glaube ich zumindest so bei deinen Orchideen. Also ich meine, also Bäume erkenne ich so, ne? Und ich bin auch bei anderen Dingen in der Natur, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber was so krautige Pflanzen oder auch manche Blumen anbetrifft, da bin ich nicht so gut. Kam das so parallel oder ist das auch so ein Fable von dir? So, also Orchideen, lustigerweise, sind sogar jetzt unabhängig von der Fotografie gewesen bei mir Interesse. Also das war, ich weiß gar nicht, warum Orchideen strahlen für mich irgendwie so eine Exotik aus. Keine Ahnung, warum die fotografisch so spannend sind. Vielleicht, weil sie selten sind, ich weiß es nicht. Oder weil sie hübsch sind. Aber die Orchideen haben mich schon immer interessiert, bevor ich überhaupt richtig fotografiert habe. Also ich glaube, das kam einfach, das war vorher da und dann kam das Fotografieren dazu. Bei den Orchideen zumindest. Wobei das, was du gesagt hast mit Artenkenntnis, ist vielleicht ein bisschen mehr Schein als Sein, weil abseits von Orchideen und ist es schon, da, also es ist nicht so, dass ich nichts kennen würde, aber zum Beispiel jetzt Pilze sammeln oder sowas, bei den Steinpilzen, gut, dann vielleicht noch Maronenröhrlinge. Aber was die essbaren Pilze betrifft, dann würde ich schon nicht weitergehen bei mir zum Beispiel. Also Artenkenntnis ist dann relativ, würde ich mal behaupten. Okay. Aber ich meine, wenn du was beschreibst, dann ist es dir offenbar wichtig, auch das Richtige zu beschreiben. Also das gehört schon dazu irgendwie, ne? Ja. Das schon. Also ich weiß gern, was ich mache. Also wenn ich was mache. Also jetzt, ich weiß gern, was ich fotografiere. Wenn ich irgendwas gefunden habe, was ich spannend finde, dann informiere ich mich auch darüber, was es ist, was für mich irgendwie auch zusammengehört. Ja, das finde ich auch. Genau. Da in Bonn. Wie heißt die Ecke, wo du da fotografierst? Das ist ein Naturschutzgebiet oder so? Ne? Genau, das habe ich ja vorher erwähnt, dass das die Umstellung war. Also hier ist eigentlich gefühlt alles, was irgendwie spannend zu fotografieren ist, ist Naturschutzgebiet. Was natürlich einerseits praktisch ist, weil sonst wäre es nicht mehr da vermutlich hier in so einer Gegend, aber andererseits halt auch ein bisschen einschränkt, was das Fotografieren betrifft. Oder nicht bloß ein bisschen, sondern sehr. In Marburg konnte ich eigentlich mehr oder weniger machen, was ich wollte. Da gehe ich durch den Wald und wenn es mir gefällt, dann gehe ich halt auch mal irgendwie durch den Wald, wirklich abseits der Wege. Und hier Siebengebirge, Naturschutzgebiet, dann der Wald direkt bei mir, wo auch der Wildpark mit den Tieren ist. Das ist auch ein Naturschutzgebiet, das ist der Kottenforst. Dann gibt es eben die Warner Heide. Das ist erstens mal Flugplatz außenrum direkt. Dann ist es Truppenübungsplatz noch immer und auch Naturschutzgebiet. Dementsprechend sind die ganzen spannenden Bereiche, um es mal so zu nennen, halt auch tabu. Was, wie gesagt, einerseits natürlich sinnvoll ist, weil sonst wäre es vermutlich nicht mehr da. Andererseits halt beim Fotografieren teilweise schon so ein bisschen ärgerlich ist. Ja, und ich kann mir vorstellen, also stimmt, die Warner Heide, auf den Begriff bin ich gerade nicht gekommen, aber das kommt ja häufig in deinen Motiven oder so, ne? Wahrscheinlich auch dementsprechend gut besucht von Leuten, ne? Also vielleicht nicht zu jeder Tageszeit oder wenn man fotografiert geht, weniger, aber... Ja, es kommt immer drauf an, wann du dort, also zu welcher Jahreszeit du dort bist. Wenn gerade Heideblüte ist und Wochenende und gutes Wetter hat, morgens bei Sonnenaufgang, dann sollte man sich's eigentlich fotografisch auch einfach sparen, am Wochenende zumindest. Okay, ja. Und es ging auch durch die Medien jetzt gerade auch wieder wegen Corona, dass noch mehr Besucherdruck da war, als sonst schon ist. Und teilweise, wo die Leute sich auch aufführen, wo man sich dann fragt, was soll das, muss das sein? Also die haben wohl teilweise wirklich ihre Pferde in die blühende Heide gestellt, um Fotos zu machen und ihre Hunde überall hingesetzt und so Dinge. Und da ist dann halt der Punkt, wo man dann sagt, ja, okay, da muss halt der Schutz her. Andererseits ist es gerade im Gruppenübungsplatz dann so ein bisschen so ein Ding, wo man sich fragt, okay, die fahren da mit ihren LKW und was weiß ich was rum auf den Wegen, wo du selber zu Fuß nicht gehen darfst. Das ist halt auch sowas, wo man sich dann fragt, ja, schade, aber gut. Wobei natürlich dazu auch gehört, die machen das nicht, wenn irgendwelche Vögel brüten oder sowas. Klar, dann lassen sie es auch sein. Das wissen dann vielleicht manche Besucher nicht, warum sie dann gerade nicht dürfen. Aber es ist halt schon so ein Thema, wo ich manchmal ein bisschen mich frage,
ob man das nicht alles besser kommunizieren müsste. Ja, das ging mir gerade durch den Kopf. Das ist ja eigentlich dann eine Sache der Vermittlung irgendwie. Ne? Ja. Also ich glaube, die Tiere selber, also wenn wir jetzt von Tieren ausgehen, die können sich schon gut drauf einstellen, glaube ich. Ne? Wenn sie wissen, da sind Übungen oder Fahrzeugbewegungen, dann ziehen die sich zurück. Aber ansonsten wissen die ja sehr genau, dass sie ungestört sind. Ja. Du, bei uns war das, also hier aus dem Harz, ja nicht anders. Ne? Also plötzlich viel mehr Leute im Gelände und auch Leute, die vorher nicht hergekommen sind, dementsprechend eine höhere Vermüllung oder Lagerfeuer oder sowas. Also ja, ich glaube, alle Schutzgebiete haben das in Deutschland so deutlich auch mitgekriegt irgendwie. Ja, gerade wo halt, ich meine, man muss sich halt auch vorstellen, Wannerheide ist ja quasi jetzt nicht bloß hier in der Nähe von Bonn, sondern eigentlich noch näher an Köln. Und Köln ist ja doch nochmal eine andere Hausnummer, was die Einwohnerzahlen betrifft. Ja. Also der Druck ist einfach zu groß. Deswegen ist es auch total nachvollziehbar, dass das Zeug einfach irgendwie sehr beschränkt bloß verfügbar ist, also Wege und so weiter. Ja. Es macht absolut Sinn, aber es ist halt jetzt rein aus egoistischen Gründen gesehen schon ein bisschen ärgerlich, weil ich halt weiß, was theoretisch gehen könnte, wenn es nicht so wäre. Ja, genau, kann ich verstehen. Ja. Hast du eigentlich so eine Lieblingsjahreszeit oder auch Tageszeit als Fotograf? Oder, Also Tageszeit auf jeden Fall, das ist Sonnenaufgang. Jahreszeit eigentlich alle. Wirklich eigentlich alle. Jahreszeit ist mir eigentlich egal, es findet sich immer irgendwas. Wenn ich eine sagen würde, die mir nicht so ganz gefällt, und das liegt aber auch bloß daran, dass es halt kaum Schnee gibt hier oder auch in Marburg auch kaum Schnee gab, ist es eigentlich der Winter. Mhm. Aber dafür hat der Winter halt irgendwie jetzt rein fotografisch gesehen auch wieder das größte Potenzial, was coole Fotos betrifft, die man nicht so oft machen kann, wenn es halt mal Schnee gibt. Ja, also von daher, es ist, ich glaube, wenn ich mich auf eine festlegen müsste jetzt eine Jahreszeit, dann würde ich wahrscheinlich Frühling sagen. Einfach weil der irgendwie so viel Positives ausstrahlt mit, es wird wieder grün, es wird wieder länger hell, die Orchideen blühen auch, die Wälder machen wieder mehr Freude, weil es halt wieder grün ist alles. Es gibt noch oft Nebel. Mhm. Also wenn, dann würde ich mich wahrscheinlich für einen Frühling entscheiden, wenn ich mich für eine entscheiden müsste. Kann ich verstehen. Also so ein neues Leben, und das ist ja auch spannend, was dann wieder so neu entsteht. So. Ja. Also ist bei mir, glaube ich, auch so. Ich kann jeder Jahreszeit irgendwie was abgewinnen. Und auch wenn im Harz die Winter nicht mehr so schneesicher sind, haben wir hier dann noch mal andere Verhältnisse so, ne? Also das ist schon noch mal spannender. Dann, okay. Du kommst ja immerhin bis auf 1000 Meter rauf, dann ein bisschen über 1000. Das ist halt hier ein bisschen schwierig. Ja, das glaube ich, Siebengebirge, der höchste Punkt, wo ich recht schnell hinkomme, sind 480 Meter. Ja, und dann, ja. Das ist bei dir schon fast Flachland eher, oder? Ach, naja, du, ich komme ja gebürtig aus der Lüneburger Heide. Von daher muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Okay, dann, ein bisschen trommeln. Ja. Du hast auf deiner Website auch eine interessante Formulierung drauf, so sinngemäß, also es geht dir nicht bei Naturfotos um das zu dokumentieren, praktisch so eins zu eins, sondern um eine, ich glaube, du hast geschrieben, persönlich gesehene oder erlebte Realität. Ja. Was meinst du damit? Ja, da gehen halt die Gefühle irgendwie mit rein, dann insgesamt. Also es kann zum Beispiel sein, dass wenn ich irgendwie eher insgesamt nicht so gut drauf bin, dass dann meine Fotos einfach, wenn ich einen Ausflug mache, obwohl es eigentlich vielleicht eher gar nicht so schlecht draußen war, oder wenn es schlecht draußen wäre, würde ich ja gar nicht rausgehen, dann halt eher dunkle Fotos entstehen und vielleicht eher Fotos, die nicht so gesättigt sind und sowas, oder halt auch eher direkt nach den Motiven dann direkt suche vielleicht. Mhm. Und wenn ich ganz tolle Laune habe und gut drauf bin, dann wird es vielleicht auch einfach ein bisschen heller und farbiger, als es vielleicht in Realität ist, weil es halt einfach vom Gefühl her auf mich so gewirkt hat. Also so in die Richtung geht es. Das finde ich insofern spannend, weil ich selber für mich jetzt persönlich beschreiben würde, ich komme eher aus so einer emotionalen Ecke, und das hat für mich hat Fotografie ganz viel mit Gefühl zu tun und mit meinen Emotionen. Also das, du würdest dich ähnlich beschreiben, offenbar. Ja, also wenn ich ohne Emotionen fotografieren, das, also kann ich mir nicht vorstellen, rein sachlich, das geht gar nicht. Also und es sind ja auch schlechte Emotionen dann irgendwie in dem Fall gut, weil es sind Emotionen, also finde ich zumindest. Also mit traurig fotografieren gehen, finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Also, ja, stimmt. Also ich würde sogar sagen, das muss nicht unbedingt traurig sein, aber ich habe auch oft so eine Stimmung, also so gern sowas Melancholisches, was ich gerne aufnehme. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich sowieso als eher melancholischen Menschen bezeichnen, glaube ich. Insgesamt manchmal doch. Ich finde, das kann ich gut nachvollziehen, und ich finde das Gefühl auch nicht, dass
Unangenehmste, sondern ich genieße das manchmal darin auch, so, ja, mich der Sache so ein bisschen hinzugeben tatsächlich. Ja, das kann man genießen, ja, eindeutig. Wie ist denn das eigentlich bei dir, Felix? Wenn du zum Fotografieren unterwegs bist, kommen dann immer Bilder bei raus, die du irgendwie bei Instagram oder YouTube verwendest? Oder machst du auch mal Sachen so völlig für dich alleine? Also wirklich bloß für mich alleine eigentlich gar nicht, nee. Also was passieren kann, ist, dass ich dann Bilder in dem Sinne für mich allein mache, weil ich sie dann nicht für gut genug befinde, dass ich sie irgendwo zeigen will. Aber an sich, wenn ich was mache, dann will ich sie auch zeigen. Bist du dann auch im Wesentlichen alleine unterwegs oder ist da dann jemand irgendwie dabei? Oder? Ich bin bloß allein unterwegs. Wenn ich fotografiere, dann kann ich das eigentlich bloß allein, weil bloß dann habe ich die Ruhe, die ich brauche und es gibt keine Ablenkung und ich bin am liebsten ganz allein. Ich muss ja zugeben, es stört mich dann sogar manchmal, wenn ich fotografiere, wenn ich weiß, dass da jetzt vielleicht gleich Spaziergänger vorbeikommen oder irgendwas in die Richtung. Also ich habe dann gern das Gefühl davon, dass ich irgendwie wirklich allein unterwegs bin und auch irgendwie keine Störung zu erwarten habe irgendwie. Okay, das heißt, so Fotowalks sind nicht deine Welt. Das ist nichts für dich so wirklich. Nee, also jetzt... Wenn es mir darum geht, dass ich Fotos, was dabei Fotos entstehen sollen, dann kann ich mir es nicht vorstellen, das irgendwie auf die Art zu machen. Das geht für mich irgendwie nicht sinnvoll zusammen. Also natürlich geht es denn dann irgendwie Workshops, wo es halt mir nicht darum geht, dass ich Fotos mache, sondern dass ich was den Leuten zeige. Aber so zusammen als Gruppe fotografieren, einfach bloß um zu fotografieren, das ist irgendwie gar nicht meins. Ja. Und dann mal in die digitale Welt übertragen, so Fotogruppen oder Communities irgendwie online. Bist du da irgendwo dabei oder würdest du auch sagen, da siehst du für dich gar nicht so den Nutzen drin? Also ich war da sehr aktiv früher. Ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum ich irgendwie gelernt habe, so ein bisschen zu fotografieren, weil das kommt ja auch nicht von allein, normalerweise zumindest. Ich meine, manche haben das Glück. Einfach aktiv sein, um auch zu kritisieren und Kritik zu kriegen. Das hilft auf jeden Fall. Mhm. Inzwischen habe ich aber das Gefühl, dass es solche Seiten nicht mehr gibt. Und ich glaube, inzwischen würde ich es auch für mich gar nicht mehr so unbedingt wollen, weil ich bin eigentlich mit dem, was ich mache, doch schon so zufrieden, dass ich nicht unbedingt jetzt allzu viel hören will. Irgendwie manchmal, glaube ich, bei manchen Fotos. Ich weiß es nicht genau. Also von daher, ich glaube, so... Online, es gibt es ja eigentlich eh nicht mehr wirklich, weil es halt alles bei Instagram und Facebook oder Facebook jetzt zum Glück auch nicht mehr so wirklich ist. Ja. Großteils ist es ja eigentlich ziemlich tot, gefühlt zumindest. Ich weiß nicht, ob es irgendwie vielleicht noch funktioniert bei Facebook in solchen Gruppen, aber mache ich nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich war da nie in solchen Gruppen drin, obwohl es, glaube ich, vieles gibt, was ich bei mir noch verbessern kann, so bei meinen Fotos zum Beispiel. Ne? Also das könnte ich schon trennen sozusagen, aber Also ich persönlich gehe eher so einen anderen Weg und denke mir, was kann ich mir abgucken? Weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, mir reden zu viele Leute zu schnell rein. Ja, genau, das war das, was ich vorher gemeint habe. So irgendwie, dass du, wenn du was zeigst, dann irgendwie auch das Lustige ist ja, oder was heißt das Lustige? Das Ärgerliche eigentlich. Es fällt halt auch leichter, irgendwie über technische Dinge zu reden und zu kritisieren, als über die inhaltlichen wirklich. Ja. Oder Bildaufbau dann auch vielleicht. Also abseits vom goldenen Schnitt und Drittelregel und sowas, das ist halt irgendwie, wenn du irgendwo deine Fotos in einer Gruppe hochlädst, oder früher war das ja auch oft so, dass dann halt die Kritik war, da muss man noch entrauschen oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung oder ein bisschen nachschärfen. Und das ist halt sowas, was dich eigentlich jetzt fotografisch nicht wirklich weiterbringt. Ja, stimmt. Da fand ich es eigentlich immer hilfreicher, wenn ich einfach fremde Fotos angucke, die mir gefallen und dann überlege, warum gefallen sie mir. Genau. Dass ich mir zum 100. Mal sagen lasse, das rauscht, du musst irgendwie, damals hieß das ja noch Neat Image oder so, das Programm, das man dann jeder zum Entrauschen verwendet hat und so Sachen. Also, ja. Das ist, finde ich, aber sowieso auch so ein Punkt geworden, der nervt mich ehrlich gesagt schnell im Alltag an. Also dass es viele Menschen gibt, jetzt auch sogar abseits von der Fotografie, ne, die sehr schnell kritisieren, um des Kritisierens Willens sozusagen. Also irgendwie Hauptsache ihre Meinung loswerden zu irgendwas. Und da fällt es mir zunehmend schwer, manche Sachen zu akzeptieren. So. Ja, also bei mir hängt es davon ab, ob ich einen guten oder einen schlechteren Tag habe, wie ich dran drauf reagiere. Normalerweise ist es mir egal. Aber wenn ich halt gerade schon denke, der Tag war jetzt nicht so toll, und dann kommt irgendwas in die Richtung, wo ich mir dann denke, das hast du jetzt aber auch bloß geschrieben, um irgendwie dich irgendwie zu profilieren, dann. Ja, stimmt. Es ist so, das muss dann auch nicht sein. Also da bin ich dann manchmal ganz froh, dass ich nicht mehr allzu viel irgendwie in solchen Gruppen unterwegs bin, wo das so gehandhabt wird. Ja, das verstehe ich, genau. Wir haben
vorhin schon oder am Anfang kurz drüber gesprochen, wie du zum Fotografieren gekommen bist und dass du ja so im weitesten Sinne auch bei den Schwänen dich an so einem Vorbild orientiert hast, sozusagen, ja, mit diesen Eis- oder Schneebildern. Gibt es noch andere fotografische Vorbilder, bei denen du sagst, ja, da, die gucke ich mir gerne an, da lerne ich immer noch was? Das ist eine sehr gute Frage. Also, was früher auf jeden Fall war ein Vorbild von mir, die Sandra Bartocher, die du wahrscheinlich auch kennst vom Namen her vermutlich. Ja, genau. Das war irgendwie, also jetzt, sie fällt mir halt jetzt spontan ein, weil das halt irgendwie eine ganz andere Art zu fotografieren war, als das, was halt die meisten gemacht haben oder die meisten ja immer noch machen. Also halt nicht dokumentarisch, sondern eher mehr mit Gefühl und so. Genau. Und Fotografen gibt es viele, aber das Lustige ist, ich merke mir nie die Namen. Also Instagram folge ich extrem vielen Leuten, die ich irgendwie zwar die Fotos gut finde, aber jetzt die Namen nicht weiß. Nee. Ich habe auch ein paar Bildbände gekauft, wo ich jetzt auch nicht weiß, von wem sie sind. Ja, okay. Genau. Es gibt, ich schaue mir jedenfalls gerne auch fremde Fotos an von Fotografen, die ich mag, aber ich kann dir jetzt wirklich nicht so genau die Namen sagen. Ups. Nee, aber so geht es mir aber auch, glaube ich. Also manche merkt man sich dann irgendwie, aber andere, also muss man ja auch nicht immer auf die Person abstellen sozusagen, sondern eher so, ne? Ich scroll ja auch oft durch, was mir so gefällt oder nicht. Ja. Und jetzt nochmal zum Fotografieren, also zum Fotografiehandwerk sozusagen. Ja. Probierst du auch heute immer noch gern verschiedene Techniken aus oder hast du praktisch so deinen Workflow gefunden? Oder sagst du auch mal, okay, ich möchte irgendwie eine Doppelbelichtung machen, nochmal ganz herkömmlich oder irgendwas in der Art? Also es ist zugegebenermaßen, glaube ich, eine Schwäche von mir, dass ich mich doch sehr schnell in eine Sache, in eine Richtung verrenne und dann eigentlich immer das Gleiche mache, statt einfach auch mal was Neues auszuprobieren. Also ich bin, also leider, glaube ich, manchmal einfach sehr, dann in dem Zusammenhang könnte man es fast schon konservativ nennen, unterwegs und versuche halt dann doch, bis auf das Motiv vielleicht, das dann irgendwie halt von mir anders gesehen wird als von vielleicht manchen anderen, vom technischen Standpunkt her, was das Fotografieren betrifft, doch eigentlich immer sehr klassisch ist, also ohne viel zu experimentieren. Okay. Ich merke manchmal selber, dass ich dann eigentlich denke, ich könnte eigentlich auch mal was anderes machen, weil ich sehe es ja bei anderen Leuten auch, was dann Gutes dabei rauskommt, aber es fällt mir dann schwer irgendwie, wenn ich unterwegs bin bei guten Bedingungen und genau weiß, dass es ein Foto entsteht wahrscheinlich, das gut ist, das mir gefällt, in so einer Situation dann zu sagen, okay, jetzt mache ich aber genau das Foto mal nicht, sondern versuche es anders zu machen. Ja, das ist irgendwie so eine Sache, die mich manchmal danach selber ärgert, aber im Endeffekt, solange was entsteht, ist es ja auch gut. Wollte ich sagen, das ist ja auf der anderen Seite immer auch mit Risiko verbunden. Also ich meine, wenn es dann nichts wird und du viel experimentiert hast, dann auf der anderen Seite ärgert man sich vielleicht so. Und was man ja hat, das hat man ja sozusagen. Ja. Aber andererseits ist es halt dadurch auch so, dass solche Experimente dann bei mir meistens bloß dann stattfinden, wenn ich sonst nichts fotografieren würde, weil halt die Bedingungen nicht so gut sind. Und dann ist es den Fotos gegenüber eigentlich auch unfair zu sagen, ja, das auf die Art zu fotografieren macht sowieso keinen Spaß. Also gerade zur Doppelbelichtung und Wischer und sowas sind so eine Sache, auch Wackler und das ganze Zeug, wie man es auch immer nennen will, sind so Sachen, wo ich dann mir denke, ja, die mache ich halt bei schlechtem Wetter oder bei schlechten Fotobedingungen, schlechtes Wetter nicht unbedingt. Und dann haben die eigentlich gar keine Chance, wirklich toll zu werden meistens, weil halt die Umgebungsvariablen einfach nicht dazu passen. Also das ist so ein bisschen, also ich würde es fast schon wirklich als Schwäche bezeichnen, aber andererseits, vielleicht kann man es auch als Stärke umdeuten, weil ich halt, egal was ist, mein Ding durchziehe und dann halt auch Fotos entstehen, die zwar dann immer ziemlich ähnlich sind, aber doch immer so ein bisschen sich unterscheiden vom vorherigen, das dort entstanden ist an der Stelle. Dann noch so ein Punkt, welche Bedeutung hat YouTube für dich? Also du hast ja dann angefangen, irgendwann ja irgendwie Videos zu machen, wie kam das? Sehr gute Frage. Ich habe, glaube ich, irgendwann, ich weiß gar nicht, YouTube war irgendwie so überhaupt nichts für mich, bevor ich mit dem eigenen Kanal angefangen habe. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, aus welchem Grund ich da hingekommen bin. Also ich habe früher bei YouTube eigentlich bloß geguckt, wenn ich irgendwie wissen wollte, wie ich irgendwas zusammenbaue oder so. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal ein Video von einem Thomas Heaton angeguckt. Sagt er dir was? Das ist so ein. Ich kann im Moment nichts mit ihm verbinden, aber der Name, da klingelt es direkt bei mir. Ja, es ist also, so ein britischer, ganz großer YouTube-Naturlandschaftsfotograf. Okay. Und dann habe ich irgendwann ein Video von einem Österreicher, der, ich glaube, Jürgen Weginger heißt er, glaube ich. Dann habe ich, glaube ich, auch in meiner Liste irgendwo bei meinen Kanälen bei YouTube verlinkt, gesehen und habe gemerkt, es gibt ja auch Leute, die das auf Deutsch machen. Und da habe ich mir gedacht,
warum probiere ich es eigentlich nicht aus mit YouTube, irgendwie auch mal das zu machen? Einfach um den Leuten irgendwie zu zeigen, was ich mache. Ja. Und das war dann eigentlich der Punkt. Und ich habe dann gedacht, irgendwie am Anfang, okay, wenn ich jetzt irgendwie als Maßstab nehme, ob das Spaß macht oder nicht, ob die Leute es wirklich angucken oder nicht, dann werde ich wahrscheinlich schnell wieder aufhören. Und ich nehme an, du wirst auch kennen, wenn man anfängt mit YouTube, dann passiert eigentlich erstmal gar nichts, so gefühlt. Stimmt. Guckt kein Mensch an, was du machst. Ja. Aber irgendwann, ich bin dann dabei geblieben, habe ich irgendwann das Video über die Waldfotografie gemacht, irgendwie Tipps zur Waldfotografie, und dann ging es plötzlich los. Ja. Wobei, mein Kanal ist ja immer noch sehr klein eigentlich, aber das stört mich auch überhaupt nicht, weil ich weiß, dass die Leute, die es dann für die Videos angucken, auch wirklich sich dafür interessieren. Ja, also. Das finde ich nämlich auch. Also ich meine, wenn du sagst, dein Kanal ist klein, dann ist ja meiner winzig. Aber ich glaube, wir haben dann dieselbe Motivation. So. Also ich weiß das sehr zu schätzen, dass Leute sich Zeit nehmen dafür und sich das angucken. So, ne? Ja, ich bin auch immer total, total froh darüber, wenn es Kommentare gibt und wenn die Leute wirklich was schreiben, einfach dazu zum Inhalt. Ja. Und das freut mich dann einfach, weil ich weiß, okay, ihr habt das Video wirklich angeguckt. Und ich meine, es ist halt eine andere Sache, ob man sich bei Instagram für nicht mal 5 Sekunden ein Foto anguckt und dann vielleicht noch ein Smiley drunter setzt. Oder ob man sich halt ein YouTube-Video über 15 Minuten oder 10 Minuten anguckt. Und das ist, also ich meine, klar, die Leute freuen sich wahrscheinlich drüber, dass du was machst, aber genauso sollst du dich drüber freuen, dass die Leute sich's angucken. Total. Und das Schöne bei YouTube finde ich aber, das ist nicht so eine Verfallsmentalität irgendwie. Weißt du, also ich freue mich auch, wenn da nochmal ein Kommentar kommt vom Video, was ich vor einem halben Jahr oder so gemacht habe. Und das hast du ja bei Instagram nicht, sondern das ist ja dann schnell weg am Ende des Tages. Und das war, ich glaube, ich habe es vorher gesagt, ich weiß gar nicht, das ist halt interessant, finde, dass wirklich die Leute bei YouTube meine Fotos quasi am längsten angucken. Wenn ich ein Video über ein Foto mache, dann ist das Foto gucken, die Leute sich das Foto einfach wirklich auch vielleicht mal insgesamt dann 30, 40, 50 Sekunden wirklich einfach an und nicht bloß die erwähnte Sekunde oder so bei Instagram. Ja, ich glaube, weil die das ja echt gezielt angucken dann und letztlich auch was lernen wollen oder eben so Anregungen ja oft wollen. Also ich glaube, bei mir geht es oft um so Anregungen. So, und das weiß ich sehr zu schätzen, wenn die Leute das so zurückmelden. Ja. Aber ich kann gut verstehen, dass die Leute deine Bilder dann nochmal intensiver angucken oder länger. Ja, ich finde es interessant, weil ich lese oft dann Kommentare, dass das irgendwie so richtig genau zum Entspannen ist, dann meine Videos so ruhig und so. Ja. Und dann denke ich mir, Video-Yoga oder sowas in die Richtung, keine Ahnung. Oder was mir durch den Kopf ging, das ist so stimmig miteinander und das vermittelst du, glaube ich, auch auf deinen Videos, also eine gewisse Ruhe, so, die sich so durchzieht. Ich glaube, ich bin einfach auch echt so, deswegen ist es wahrscheinlich so, also ich bin, glaube ich, im echten Leben auch recht so, ähnlich wie in den Videos, Und ich glaube, das ist so auch das, was funktioniert, wenn man authentisch ist. Also egal, ob nun YouTube oder doch nochmal Instagram oder zumindest das, was man macht im Leben, wenn du authentisch bist, dann merken das auch andere Menschen. Ja. Zumindest, ja. Okay. Ja, ich finde es auch immer ganz nett zu wissen, dass das dann doch ganz okay ist, wie ich bin scheinbar. Wenn wir jetzt gerade so viel über YouTube gesprochen haben oder auch soziale Medien, hast du mal so Erfahrungen gemacht in diesem Bereich Konkurrenzdenken mit anderen Fotografen? Also bist du ein Typ, der Konkurrenz wahrnimmt oder wie denkst du darüber? Also was mich betrifft, ich merke, dass ich Konkurrenz schon irgendwie also als Konkurrenz auch ansehe. Allerdings eher so im wie soll man es nennen, wettbewerblichen Sinn vielleicht, dass ich dann versuche irgendwie also was vielleicht anders zu machen oder so in die Richtung. Mhm. Was ich manchmal nicht ganz so, wenn wir bei YouTube sind, so nachvollziehen kann, ist, dass da nicht mehr aufeinander irgendwie eingegangen wird, so ein bisschen. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt der Typ bin, der irgendwie, aber das liegt, glaube ich, eher an meiner Art, viel direkt auf Leute zugeht, um was zusammen zu machen. Mhm. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es eigentlich für viele wahrscheinlich netter wäre, wenn da irgendwie ein bisschen mehr zusammen gemacht werden wird. Ja. Also bei YouTube zum Beispiel, das ist so ein bisschen so ein Spezialfall, da gibt es so ein Hub, wo du auch Kanäle vorstellen kannst, andere. Und ich merke, dass halt irgendwie bei vielen YouTube-Kanälen, egal wie groß sie sind, da einfach keine anderen Kanäle vorgestellt werden, obwohl eigentlich wir sich vorstellen können, dass die schon auch Kanäle haben, die sie gern schauen. Und ich habe da bei mir zum Beispiel einfach viele rein, weil ich mir gedacht habe, ja, die schaue ich mir gerne an, also warum sollen es nicht andere sich auch anschauen dann? Mhm. Könnt ihr vielleicht andere auch interessieren. Mhm. Da
zumindest sowas, denke ich mir, ist eigentlich schon, gehört für mich eigentlich schon einfach dazu, dass man das irgendwie so ein bisschen mehr zusammen macht, was. Und ja. Ich meine, du musst ja nicht gleich zusammen ein Video drehen oder irgendwas. Wobei das wahrscheinlich teilweise auch lustig wäre mit den richtigen Leuten. Ja. Aber, ja. Also, ich versuche ja immer so, auch aus solchen Podcasts irgendwie für mich nochmal so sowas mitzunehmen. Und das wäre nochmal, oder das ist so eine Inspiration für mich nochmal. Also ich habe mich tatsächlich mit diesem Tab selber bei meinem Kanal noch gar nicht beschäftigt. Aber ist eine gute Anregung irgendwie einfach. Ja, wobei man das, glaube ich, auch nicht überschätzen, überbewerten darf, weil ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Leuten ist. Oder ich merke halt, dass viele das wahrscheinlich schon eher einfach bei YouTube ein Video angucken und dann gar nicht unbedingt den Kanal genauer angucken. Ja. Es fängt ja schon damit an, dass du, wenn du ein Video machst, oft dann Fragen kriegst, die du eigentlich in der Videobeschreibung eh beantwortet hast, schon, wenn man es halt angucken wird. Also ich habe das speziell bei mir mit Musik schon ein paar Mal gehabt, dass die Leute fragen, was ist denn das für Musik? Ja. Und früher musste ich es verlinken wegen Lizenzgründen. Ja. Inzwischen muss ich es nicht mehr, aber ich schreibe es trotzdem rein und verlinke es, weil ich mir gerade denke, es ist übrigens auch so eine Sache, die jetzt vielleicht auch ein bisschen dazu passt. Gerade was man als YouTuber halt, obwohl ich nenne mich ungern YouTuber, aber als jemand, der bei YouTube Videos veröffentlicht, wärst du ja ohne die Leute, die Musik zur Verfügung stellen, auch ziemlich aufgeschmissen. Ja, und die kriegen, glaube ich, auch ein bisschen wenig Dankbarkeit teilweise, glaube ich, so. Also ja. Deswegen ist das auch für mich was so das Mindeste, dass ich unten wenigstens hinschreibe, wie die Lieder heißen, beziehungsweise da, wo ich jetzt die Lieder her habe, einfach einen Link hin mache, auch dass die Lieder halt einfach anklickbar sind. Ja. Und wenn wir so über also Konkurrenz sprechen, hast du mal oder so im echten Leben, also unabhängig von dieser Online-Welt, irgendwie Erfahrungen damit gemacht, dass du merktest, jemand hat dich als Konkurrenz aufgefasst oder so? Oder hast du da noch keine Berührungspunkte? Ja, naja, ich weiß es nicht. Vielleicht passt es vor zu dem Thema mit Kritik, dass manche dich einfach, weil du irgendwie Konkurrenz für sie bist, halt vielleicht dann irgendwie Kritik von sich geben, die eigentlich nicht sinnvoll ist. Das könnte ja auch schon in die Richtung gehen. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß von mir, dass ich andere Leute dann teilweise vielleicht als Konkurrenz sehe, wie ich ja vorher schon gesagt habe. Und wenn ich halt genau weiß, dass jetzt an dem Platz, wo ich bin, jemand anderes auch fotografiert, dann könnte man das vielleicht auch schon als Konkurrenz ansehen. Aber da, wie gesagt, dann versuche ich halt mein Ding zu machen auf meine Art. Und das ist dann halt, ja, weiß nicht. Aber so wirklich direkt Konkurrenz irgendwie, vom Gefühl her, habe ich jetzt noch nie so wirklich irgendwie mitgekriegt. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen einfach, was meine Antennen betrifft, nicht gut geeicht und oder ich ignoriere es einfach. Weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, so dass es das bei YouTube gibt, also insbesondere bei YouTube, aber da frage ich mich dann, also so würde ich rangehen. Also ich persönlich habe jetzt keinen Nachteil, wenn jemand anders andere Kanäle schaut. Weißt du, also das ist ja kein Nachteil für mich, nur weil jemand anders irgendwas anderes ja, guckt oder so. Außer du siehst halt so, dass Person X bloß ein bestimmtes Budget von Zeit hat und wenn es die anderen Kanäle guckt, hat es keine Zeit mehr, deine Videos zu gucken. Aber dann ist es halt so. Ich meine, ja. Ist ja auch die Frage, ob dann die Leute wirklich fehlen, die dann lieber andere Sachen angucken. Weil die, vielleicht ja. Interessieren sie sich dann eh nicht wirklich für das, was du machst. Und ja, dann ist halt die genau. Frage, ist es wichtig, dass die Leute dann bei dir sind, dass du sie hältst, obwohl sie sich vielleicht gar nicht so hundertprozentig für das interessieren, was du machst. Ja. Ist ja auch die Frage. Da kannst du dich auch verrückt machen, glaube ich, ne? Wenn man dann. Ja. So also, ich weiß, wie ich das am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe, wie scharf ich darauf war, dass irgendwelche Zahlen stimmen und dann irgendwie das immer aufwärts geht. Mhm. Und irgendwann habe ich dann so gemerkt, wenn Leute sagen, das ist ja, dein Kanal brauchst du viel mehr Abonnenten und was weiß ich was, dann denke ich mir eigentlich inzwischen bloß noch, eigentlich nicht, weil lieber soll der einfach auf natürliche Art so größer werden, als dass ich irgendwie versuche, auf Teufel komm raus mit irgendwelchen Aktionen Abonnenten zu kriegen, die sich dann gar nicht dafür interessieren, wirklich. Mhm. Also man merkt es ja auch oft, weil du hast ja auch so einen Kanal, glaube ich, wo eher im Verhältnis von Abonnenten zu Views du sehr viele Views hast. Wenn man sich da manche große Kanäle anguckt, die würden sich, glaube ich, freuen über das Verhältnis. Und das ist ja eigentlich, das zeigt ja eigentlich so ein bisschen, dass zumindest die Leute, die bei dir Abonnenten sind, sich auch für den Inhalt wirklich interessieren und nicht bloß da sind, weil sie irgendwann mal auf Abonnieren geklickt haben und dann aber eigentlich so vergessen haben, dass sie dich jemals abonniert haben. Ja. Und das ist ja eigentlich viel wichtiger. Das ist spannend, dass du es nochmal angesprochen hast, gerade mit den Abonnentenzahlen. Bei mir war das übrigens so, als ich das, also ich habe immer in den letzten 2-3 Jahren mal hin und wieder ein Video gemacht, aber dass ich den Kanal so mit Plan fülle, weil es Spaß macht, mache ich erst seit diesem Jahr. Und also so einigermaßen regelmäßig.
Und ich habe mir bewusst vorgenommen, ich mache das nur, weil es mir Spaß macht und solange es Spaß macht. Und ich habe mir so vorgenommen, ich achte nicht auf diese Abonnentenzahlen. Klar freut man sich, wenn das wächst. Also natürlich. Aber ich habe so eine Phase gehabt bei Instagram, so die letzten Jahre, da habe ich mich manchmal so geärgert, weil es nicht voranging oder ne, weil die Reichweite nicht stimmte. Und dann habe ich mich über mich selber geärgert, dass mich das aufregt, weißt du, so dass ich denke, so ja, das kann ich nachvollziehen. So, ja. So was Oberflächliches im Prinzip. Ja. Genau, und so ist es bei YouTube jetzt nicht, aber vielleicht, ich glaube, das erhält so den Spaß, so an der Sache, wenn man das unverkrampfter sieht irgendwie. Ja, vor allem, ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn man irgendwie das als YouTube jetzt aus wirklich geschäftlichen Gründen quasi macht und mit YouTube wirklich Geld verdienen will oder sowas in die Richtung, dann macht es ja vielleicht irgendwie Sinn, dass man sich irgendwie zumindest irgendwelche Meilensteine setzt, die man irgendwann erreichen will. Mhm. Und wenn es dann nicht so gut läuft, dann ist es vielleicht wirklich blöd. Aber wenn das nicht unbedingt der Fall ist und ehrlich gesagt, ich meine, meinen YouTube-Kanal habe ich nicht gemacht, um Geld damit zu verdienen, also zumindest nicht direkt. Also von dem, was da mit Werbung verdienst, da wird, glaube ich, niemand reich. Nee, genau. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, dass YouTube echt eine praktische Methode ist, um Aufmerksamkeit für Dinge zu generieren, die du vielleicht sonst noch machst, eben wie die Workshops, also bei mir jetzt zum Beispiel, oder der Kalender, oder einfach so Bilder verkaufen auch mal. Ja. Da ist halt YouTube echt gut und da ist es dann halt einfach wirklich einfach wichtiger, dass du dann lieber die Leute hast, die sich wirklich dafür interessieren, als irgendwie eine große Masse, die vielleicht dann das einfach bloß mal irgendwann gefunden hat aus irgendwelchen Clickbait-Gründen oder so. Ja, das stimmt. Okay, genau. Ich glaube, zum Konkurrenzgedanken war es das auch. Das müssen wir gar nicht so weit ausdehnen. Ich habe aber hier beim Podcast zumindest die Erfahrung gemacht, alle, die ich so mal angesprochen habe, da gab es das nicht so gegenseitig, dieses Konkurrenzdenken, sondern sowas kann sich auch beflügeln gegenseitig. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja auch, dass das Podcast vielleicht eher so ein bisschen wie hört sich das nicht blöd an, was Intellektuelleres irgendwie vielleicht noch mitschwingt, wenn man Podcast hört, als jetzt irgendwie YouTube-Kanal. Und vielleicht das auch deswegen sich irgendwie ganz anders anfühlt und irgendwie Podcasts irgendwie eine ganz andere Sache sind einfach als so ein YouTube-Kanal. Also so kommt es mir zumindest vor. Ja, und klar, es ist nochmal eine ganz andere Nutzung oder des Konsumierens irgendwie. Ja. So, ja. Also egal, wo ich deine Fotos sehe, so, ne? Ich finde die immer super beeindruckend und dein Stil auch oder dein Wiedererkennungswert, der ist hoch und mir gefällt das einfach und ich glaube, du bist für viele Menschen, gerade fotografisch, kannst du echt ein Vorbild sein, wo man sich so dran orientieren kann. Wer deine Bilder jetzt sehen will, wo bist du am besten erreichbar? Also am liebsten ist mir ja, wenn die Leute auf meine Internetseite kommen, die felixwesch.de einfach heißt. Ansonsten bin ich bei Instagram unter dem gleichen Namen zu finden und eben jetzt bei YouTube und bei Flickr bin ich auch noch zu finden. Okay. Allerdings eingeschränkt, weil ich einen Gratis-Account habe und dann ist bei 1000 Fotos Schluss. Und 1000 Fotos hört sich nach viel an, nach sehr viel, aber wenn man halt schon irgendwie ein paar Jahre dort ist, sind dann 1000 Fotos auch schnell voll. Ja. Also am liebsten auf meiner Internetseite. Bei der Internetseite, also du beschreibst ja auch nochmal deine Workshops. Und dann habe ich gesehen, wer solche Bilder macht, da darf natürlich ein Kalender auch nicht fehlen irgendwie. Die Leute haben noch Zeit, sich einen Kalender bei dir zu bestellen mit deinen Motiven fürs nächste Jahr. Ja, genau. Und zwar einen sehr minimalistischen Kalender, der eigentlich eher 12 Bilder ohne viel drumherum sind und noch vorbestellbar bis 27. November. Weil ich den nicht auf Vorrat produzieren lasse, sondern einfach auf genau die Menge, die ich brauche. Ja. Oder die Leute brauchen eher. Ich brauche nicht so viel davon. Dann habe ich noch gesehen, so, ich finde das, also alles, was du machst, finde ich sehr stimmig. So, deine Bilder, die passen immer zu deiner Art der YouTube-Videos. Deine Homepage passt gut zu deinen Texten und zu den Bildern natürlich sowieso. Hast du das irgendwie auch nochmal gelernt oder hast du da einfach ist es so ein Gefühl, dass du das so in sich stimmig aufbaust, so wie du denkst? Das ist ein Gefühl und eine Sache habe ich gelernt, also jetzt nicht wirklich gelernt, aber je weniger man macht, desto besser sieht es meistens aus. Deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, meine Seite soll möglichst irgendwie minimalistisch sein und den großen Raum eigentlich den Fotos lassen, ohne viel Ablenkung außenrum. Ja. Ich glaube, das trifft es eigentlich. Weil ich glaube, wenn man anfängt, irgendwie zu versuchen, was zu machen, was man eigentlich nicht richtig kann, und Webdesign ist ja, oder Design allgemein, schon so eine Sache, die man eigentlich schon ein bisschen
lernen sollt, zumindest, dann sieht es meistens nicht so toll aus, wie wenn man einfach aufs meiste verzichtet. Ja. Ja, das leuchtet mir ein. Aber das ist dir, glaube ich, gut gelungen. Also ich finde das alles sehr echt wirklich stimmig, so wie du es aufgebaut hast, ja. Was würdest du machen, wenn du nicht mehr fotografieren könntest im Leben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil das wäre so eine Horrorvorstellung. So richtig. Weil irgendwie ist Fotografieren für mich auch so, ja, ein Grund zu leben eigentlich, um sich zu vergewissern, dass die Welt da draußen doch noch irgendwie schön ist. Und das, wenn ich mir das vorstelle, ich könnte nicht mehr fotografieren. Wahrscheinlich würde ich dann irgendwie versuchen zu malen oder sowas. Ja. Was aber, glaube ich, nicht so erfolgreich wäre, wenn wir wieder bei der Technik sind, die man vielleicht beherrschen soll, zumindest zum gewissen Teil. Ja, stimmt, genau. Sonst also, ist das, glaube ich, ja. Die Technik des Fotografierens, wie gesagt, die beherrschst du, finde ich großartig. Also ja. Ich gucke mir deine Bilder immer gerne an und ich glaube, da ist für viele Menschen was zum Lernen dabei und ich staune immer jedes Mal drüber. Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Also wer jetzt zuhört, Felix Wesch, bitte bei Instagram gucken oder auf die Homepage gehen und besuchen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und ich bin irgendwie auch ein bisschen stolz, dass ich dich heute in diesem Podcast hatte, weil ich habe mich riesig drauf gefreut. Ja, total. Okay, das freut mich natürlich. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir nochmal, Felix. Und gerne. Bis zur nächsten Folge von Draußen Fotograf. Tschüss. Tschüss.